Herzlich willkommen zum Gemüsepfann-Podcast und heute an meiner Seite der gute alte Tom Martin. Abend, Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse da draußen. Und wir schauen uns heute mal wieder was von Respekt an. Das ist ja unser Lieblingsformat von den Öffentlich-Rechtlichen, vom Genau. Bayerischen Rundfunk, um genau zu sein. Und wir haben heute eine wunderbare Folge mit der Fragestellung Diversity, was bringt Vielfalt? Und ich finde das ziemlich spannend, weil das frage ich mich nämlich auch. Ganz ehrlich, ich kann jetzt irgendwie nicht einen Grund, könnte ich jetzt finden, was irgendwie an Diversity und Vielfalt jetzt per se so toll sein soll. Es sagt ja immer, das ist uns Stärke, aber Es ist halt in sich irgendwie schon eine Stärke, ne? habe ich da viele Fragezeichen. Was meinst du, ist es in sich nicht Stärke? Ja, das Wort an sich ist halt, wird schon als Stärke geführt, so, Ach dass man so, das als Label halt hat, ne? So und das wie verstehe ich nicht. Freiheit oder was weiß ich nicht. Ja. Also das Einzige, was jetzt zum Beispiel beim Thema Migration, das Einzige, was man, finde ich, vielleicht noch so halb legitim bringen könnte, wäre irgendwie das Thema Essen. Aber ganz ehrlich, auch da muss man Abstriche machen. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizza essen will, dann muss ich doch nicht unbedingt italienische Einwanderer importieren, die mir die Pizza machen. Da kann ich mir einfach das Rezept aus Italien holen und mache das hier nach. Also Ja, das ist der Vorteil des nachdem, Internets, möchte man fast ja, meinen, ne? der. Ich meine, das ist ja auch die Jahrhunderte vorher anders gewesen. Ich meine, was weiß ich, die Chinesen haben Cheese-Pulver erfunden oder die Araber das Papier oder hast du nicht gesehen? Dann musste man doch nicht Chinesen und Araber importieren, um diese Errungenschaften für uns zu nutzen. Also ich sehe das einfach nicht. Naja, also was es halt gab so im Bereich vom jetzt Schießpulver, was mir da einfällt, war halt die Belagerung von Konstantinopel mit Kanonen, die Araber oder so das Osmanische Reich in Spee noch nicht hatten. Und da haben die so ein, ich glaube, es war so ein Kanonenbaumeister aus Genua oder sowas gekauft. Also es war halt, oder Venedig, ne? Und der hat die Ja, das war Kanonen dann eine gebaut. Ja, Person. es war eine Person, genau. Und das war dann tatsächlich eine Fachkraft, musst du das war sagen. der. Den sie Ich wollte gerade sagen, gezielt der gesucht haben. Austauschstudent, aber das ist ja, stimmt ja gar nicht. Das war wirklich die Fachkraft, ja. Es war ein gezielter Raketenwissenschaftler, kann man tatsächlich so sagen. Es war ein antiker Raketenwissenschaftler. Ja gut, bevor wir jetzt euch weiter das Ohr abkauen, ich würde sagen, wir steigen hier ein, ja? Viel Spaß. Schau mal, da gibt es einen Camembert aus Frankreich. Die Kaktusfalke kommt aus Italien. Ich fange halt wirklich mit dem Essen an, ne? Ja, ich bin jetzt schon mad. Ist. Ich bin jetzt schon mad. Es ist so offensichtlich, wie hier die Argumentationsstrategie abzielt. Es geht ums fucking Essen. Also was ist euer scheiß Problem? Oh nee. Wir hätten nämlich den Käse nicht, wenn die Franzosen nicht hier wären. Der Ja, könnte nicht die wirklich. Grenze passieren. Das geht nicht, weißt du? Das Das ist, geht einfach nicht. Es geht der einfach nicht. Ja, muss genau. nach alter Tradition, muss das französische Käserad von Franzosen zu Franzosen in den Supermarkt hingereicht werden. Richtig. Und wir Gottes erinnern uns alle Willen. an die große historische Italiener-Einwanderung von 1700 irgendwas, als dann hier angefangen wurden, Nudeln zu essen. Ja, da mussten wir natürlich Italiener mitnehmen. Da sind nämlich Ihr wisst. viele gestorben, als sie den Brenner überquert haben, ne? Und da in dem Richtig, Stehsturm, ne? ja. Das sind so die Sachen, die man im Geschichtsunterricht nicht so mitbekommt, aber Ja. die ARD, die wisst Bescheid. Die haben da ganz eigene Quellen. Oh Gott, ey. Trust me, Bro. Da gibt's Räucherlachs. Der kommt aus Schottland. Der kommt aus Schottland, ja? Beim Essen finden wir alle, ja, also die meisten von uns, Vielfalt echt super. Die ganze Welt kommt zu uns und wir alle haben was davon. Beim Essen finden viele das völlig okay. Oder auch bei anderen Produkten, wie zum Beispiel bei so einem Handy. Der Name schon. Gott. Ampel. Ja, das kann ja was werden, ja. Das ist prophetisch. In dem ist jetzt zum Beispiel Kupfer aus Chile oder seltene Erden aus dem Kongo. Und das ist jetzt gut, dass das Kupfer aus Chile kommt? Alter, Durch wie mich das Kinderarbeit und mad so? macht! Das ist so krass, wie die anfängt mit Essen und mit irgendwelchen globalisierten Technikprodukten. Also, ach du Scheiße! Oh nee, ich ahne schon ganz, ganz Schlimmes, wie die Argumentation hier in was für eine Richtung das geht. Und die Frau ist ja Alter, ist das wahrscheinlich links schlecht. angehaucht, ne? Und Ja, findet das natürlich, gut, natürlich. also So, geil. und jetzt wird nämlich das Aber kommen. Aber warum ist das bei den Menschen irgendwie anders und pipapo? So. Kupfer aus Chile oder seltene Erden aus dem Kongo enthalten. Problematisch wird es dann, wenn andere Kulturen zu uns kommen. Also Menschen, die eine andere Sprache sprechen oder auch eine andere Religion haben, zum Beispiel. Ja, das ist problematisch. Aha. Das ist schon mal gut, dass das so hier gesagt wird. Das ist interessant. Die hat es auch nicht als Frage verpackt, das fand ich interessant. Das fand ich jetzt auch So, interessant. aber Aber stimmt das oder so? Oder so, weißt du, so als ja, Nachsatz.
Aber ganz ehrlich, dieses Format Respekt, das ist so weit links, also das wird schon hier noch irgendwo eingeordnet werden. Sie wird eingenordet. Ja, ja. Sie wird, also ich weiß nicht, sie ist wahrscheinlich am Anfang so nett, um die Zuschauer hier mitzunehmen zu dieser Frage und dann kommt die harte Ideologie. Ja, aber ist doch mal eine schöne Abwechslung zur üblichen Brunnenvergiftung, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, das ist auf jeden Fall ein neues Gesicht hier, die Verena Hampel. Die haben wir bisher noch nicht gesehen in dem Format, glaube ich. Unsere Ex-Mitarbeiterin Frau Hampel ist leider nicht mehr für Stellungnahmen zu erreichen. Die war viel zu konservativ. Ja. Na. Mein Thema heute, kulturelle Vielfalt. Und was bringt das überhaupt? Beziehungsweise bringt es überhaupt irgendwas oder macht kulturelle Vielfalt vielleicht auch einfach nur Probleme? Hat sie gerade geklaut? Kleiner Scherz. Diversity, deutsch Diversität, bedeutet Vielfalt. Die Verschiedenheit von Menschen und deren Lebensformen. Schon die Bürgerrechtsbewegung in den USA forderte um 1960 Diversität. Damals hieß das, die Chancen von benachteiligten Gruppen zu verbessern. Heute ist damit der bewusste Umgang mit Vielfalt gemeint. Also die Menschen in ihrer Verschiedenheit akzeptieren. Ich muss leider hier schon unterbrechen. Warum sollte es mich als Deutschen interessieren, was in USA abgeht? Vor allem schon in den USA in 1960ern. Die haben doch eine völlig andere Bevölkerungsstruktur als wir, als Deutsche. Weil die nun mal eben die vielen rassischen Unterschiede haben zwischen Schwarz und Weiß in den 60ern. Hatten die schon. Also gut, du sagst noch, klar, wir importieren uns immer mehr fremde Menschen, sodass auch bei uns diese ethnischen Unterschiede massiv zunehmen. Aber ja, in den USA, keine Ahnung. Also das ist so, was mich so ein bisschen daran stört, ist so diese USA-zentrische Denke. So, was aus den USA kommt, das ist irgendwie, das ist die Vorreiterrolle, das müssen wir irgendwann auch übernehmen, weißt du? Ja, das ist ja nun mal unser Schicksal, solange wie die USA eine Weltmacht sind und wir in ihrer Sphäre liegen, dann kommt das immer wieder, klar. Ja, vor allem wir als Deutsche, als Besiegte, ja, wir kriegen das halt aufoktroyiert von unseren amerikanischen Freunden. Guck mal, der Mann links da auf diesem Kärtchen, der hat einen Ständer. Ja, stimmt. Und vor allem die Vorteile dieser Vielfalt entdecken und nutzen. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich will einen Vorteil hören davon. Einen einzigen, außer das Thema Essen. Einen. Damit wäre ich schon zufrieden. Was mich ja, also bevor wir loslegen, schon immer so ankotzt, ist ja diese Zweipoligkeit. Also wir sind alle gleich, wir sind eine große Menschheitsfamilie, aber auf einmal gibt es Unterschiede und die sind aber vorteilhaft. Ja, diese das Schere ist dieses im Kopf, typisch. Das, macht mich das fertig. Das ist dieses typische linke Doppeldenk, dass man sich die Realität dann dreht, wenn es einem gerade passt. Also, dass wir jetzt zum Beispiel bei diesem ganzen Trans-Thema mit Mann und Frauen irgendwie Geschlechtsunterschiede gibt es eigentlich gar nicht, außer es geht dann um Trans, weil dann muss man irgendwie doch sein Geschlecht angleichen und so, weil es gibt ja doch irgendwie Unterschiede und pipapo. Ich stelle mir das halt so furchtbar anstrengend vor. Permanent diesen Widerspruch auszuhalten und sich schön zu färben, aber... Ja, das ist anstrengend. Das ist anstrengend, wenn man... Das klingt jetzt mies, aber wenn man eine gewisse geistige Reife hat, dass man das überhaupt erkennt, diese Widersprüche. Aber ich denke, die meisten Linken werden diese Widersprüche gar nicht erkennen. Das sind halt Leute, die kriegen das so eingetrichtert von Uni und Fernsehen und Politik. Und dann ist das einfach so, ohne nachzudenken. Na super. Okay, so jetzt zu den Vorteilen. Jo. Ein Beispiel. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen arbeiten am selben Projekt. Das Konzept von Diversität sagt, dass gerade die Verschiedenheit der Beteiligten und deren unterschiedliche Lebenserfahrungen ein Vorteil sind. So werden neue Perspektiven berücksichtigt und bessere Lösungen entwickelt. Ich muss hier ein bisschen lachen, weil das ist einfach Beispiel. Albern. Das ist so ein schlechtes Beispiel. Also, ich meine, viele Köche verderben den Preis. Ist doch jedem klar. Wenn viele Leute unterschiedliche Meinungen haben, kommt man doch wahnsinnig schlecht irgendwie zu einem Ergebnis. Also das ist jedem klar, der mal wirklich ernsthaft in der freien Wirtschaft gearbeitet hat. Also dass es den Leuten hier nicht klar ist, den Machern bei Respekt, die irgendwo in, naja, ganz ehrlich, die in irgendwelchen GEZ-finanzierten Büros arbeiten, die nie jetzt wirklich eine normale Berufstätigkeit am Wettbewerbsarbeitsmarkt hatten. Das ist mir klar, aber Diversität ist in einem Unternehmen nicht eine Stärke. Das sehe ich nicht so, nein.
Also volle Zustimmung. Ich finde es gerade lustig, dass sie Halma hier als Sinnbild genommen haben. Also ich weiß nicht, ob du Ja. schon mal Halma gespielt hast, aber wenn Ja. dann alle Figuren so in der Spielmitte sind und es einfach kein Vorankommen gibt, weil sich alle gegenseitig blockieren, ja, das sind dann Ja, die besseren Lösungen. ja, ja. Ja, toll. geil. Vor allem, ja gut, vor allem ist ja auch Halma ein Spiel, wo man gegeneinander spielt, Ja. also wo alle Gruppen sich gegenseitig überspringen wollen. Also, naja, gut, das ist wieder das Ding. Du tust halt irgendeinen als GZ-Mitarbeiter, du suchst halt einfach nur irgendein schönes Stockfoto. Guck mal, das ist bunt, Diversität und dann geht das los. Ja, ich wollte hier Play machen, sorry. Diversität bedeutet also, Unterschiede sind keinesfalls schlecht oder gar bedrohlich, sondern eine Bereicherung für die Gesellschaft. Und Ja, also ja, das hatten wir ja vorhin schon mit der Kanonenfachkraft. Ja, so ja. jemand kann irgendeine Sache voranbringen. Es kann in engen, ganz, ganz engen abgesteckten Bereichen dir was bringen, aber wirklich in engen Bereichen. Ich möchte da vielleicht nochmal mit einem Gegenbeispiel kontern, was ich immer gern bringe. Also das ist ja eigentlich jedem Menschen inhärent klar. Also ihr kennt das vielleicht von euch selber, von Freunden, also von euren Freundeskreisen. Die Freundeskreise sind ja, man sucht sich ja Freunde in der Regel, die einem ähnlich sind. Weil, wenn man Freunde hätte, die übelst unterschiedlich sind, die vielleicht eine unterschiedliche Meinung sind, dann würde man sich ja die ganze Zeit streiten und in die Haare kriegen. Und in der Regel ist es so, zum Beispiel, du hast Freunde, die sind so grob in deinem Alter, haben ähnliche Interessen, haben vielleicht einen ähnlichen Bildungsstand. Klar kann es da im Kleinen mal Unterschiede geben, die machen das vielleicht interessant, aber so die großen, wichtigen Sachen, die sind eigentlich eins. Und genauso ist Klar. es bei jedem, ich meine, denkt zurück vielleicht an eure Schulklasse oder so. Oder an einen Kegelverein oder so. Wenn da jetzt in dem Kegelverein super unterschiedliche Leute sind, der eine will vielleicht wirklich kegeln wie ein Weltmeister auf absolutem Top-Niveau und der andere, der ist ein 70 Jahre alter Mann, der vielleicht nur einmal im Monat kegeln will und die haben dann ganz verschiedene Interessen, dann führt das zu Spannung. Und das ist jetzt nur ein albernes Beispiel Kegelverein, aber stellt euch das mal in der Gesellschaft vor. Finde ich sogar ein schlechtes Beispiel, muss ich sagen, für einmal, da kann ja theoretisch jeder rein, ne? Dann können die halt auch Ja, getrennt das die Bahn stimmt. nutzen, das ist dann wurscht und so, aber ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, klar. Ja, Und also gerade mein Punkt ist nur, im. im Groben Unterschiede führen zu Streitigkeiten, ganz zwangsläufig. Das ist halt so. Also im Arbeitsmarktbereich, sage ich mal, oder im Arbeitsleben, kann das schon irgendwie schon. Zum Teil Sinn ergeben, wenn du so zwei verschiedene Pole hast, die Sachen von verschiedenen Winkeln beleuchten. Du musst halt dann immer einen haben, der oben drüber steht, der das irgendwie entscheidet, was gemacht wird. Ne? Ja, das Wenn die beide stimmt. gleich viel zu sagen haben, dann wird halt gar nichts. Ne? Dann blockieren die Richtig. sich gegenseitig. Und Und das ist. alles, was, Entschuldigung, was die hier so anführen, als dass das jetzt ein Vorteil wäre von Diversität, das hast du doch auch schon in der hiesigen. Ja, normalen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, oder in der autochthonen Gesellschaft, da hast du einen, der ist alt, der hat viel Lebenserfahrung, da hast du so einen Jungen, aber der ist total begabt und die treffen Richtig. aufeinander. Also das hast du doch alles schon, diese Du hast Reibungspunkte. verschiedene Regionen, Baden-Württemberger, Bayern, Ostdeutsche, Westdeutsche, Norddeutsche, Süddeutsche, hast du denn gesehen? Da hast du schon so viel Vielfalt. Also das macht ja auch Deutschland eigentlich schon immer aus, dass wir so ein Verbund aus vielen einzelnen Regionen sind, also die Genau, der irgendwo extrem viele Eigenheiten haben. Kleinstaatenfricken-Service, Genau, früher war das halt die Kleinstaaterei, da sind wir gar nicht übereinzukommen. Und ja, das ist halt das Ding, also Deutschland, dass du so viele Leute hast. Also ich sage es immer ganz gerne, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber für mich klingt es logisch, dass der Begriff Alemannen wohl daher käme, dass ein Mannen, die Mannen, das war halt ein Stamm oder so. Und Alemannen, das waren halt alle Stämme, die irgendwo hier in der Nähe waren, weißt du? Alemannen, da haben halt die Römer gesagt, das sind die Alemannen oder so. Weißt du, das sind alle Stämme, die da irgendwo oben rumstreuen. Aha, okay. Höre ich zum ersten Mal, aber möglich, möglich. Müsste man mal wirklich Ja. mal graben, ne? Was ich noch sagen wollte, du hast vor uns dieses Beispiel gebracht mit der Gesellschaft. Ach so, Entschuldigung, mit dem Unternehmen, das es eingeben muss, der dann entscheidet. Ja. Und das ist halt jetzt in der Gesellschaft zum Beispiel eben ja nicht so. Du hast eben nicht so einen Entscheider und da fangen dann die Probleme an, weil du halt einfach nur Leute hast, die sich auf der Straße begegnen, ungeordnet. Also
Da kommt es eben dann zu Reibereien. Klar, jetzt könnte man sagen, du hast den Gesetzgeber entscheidet oder irgendwo die Polizei, aber das kannst ja nicht jede Situation irgendwie gesetzlich regeln oder polizeilich. Also, Also es wäre, dann wird man wirklich einen Polizeistaat haben. Ja, ja. Ja, eben, eben. Okay, wir machen hier mal weiter, wir haben jetzt ganz schön geschwafelt, aber ich finde, das ist ein interessantes Thema. Ist ganz gut für uns. Genau deshalb spielt Diversität auch in der Wirtschaft eine immer wichtigere Rolle. Um den Erfolg zu steigern, werden immer öfter vielfältig zusammengestellte Teams eingesetzt, um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu beeinflussen und voneinander zu lernen. Das gab's ja schon. Vielfältig. Also das gab's ja schon zu DDR-Zeiten, wo irgendwelche Kubaner in den Betrieben mit rumgelaufen sind, um sich das mal anzugucken, wie man den Sozialismus richtig macht oder irgendeine Scheiße. Also es ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig ein Erfolgsrezept. Sorry. Nee, und vor allem dieses voneinander lernen und was jetzt hier steht und um Erfolg zu steigern, verschiedene Perspektiven, das sehe ich eher im Sinne von interdisziplinär, also dass verschiedene Wissenschaftszweige oder so oder verschiedene Unternehmensforschungsbereiche, hast du denn gesehen, zusammenarbeiten, um ein Problem zu lösen. Das ist dann schon Diversität, aber ich verstehe nicht, warum man das bei den Leuten haben muss und vor allem bei so etwas Banalem wie der Hautfarbe. Es kann mir doch egal sein, ob jetzt der Rüdiger schwarz oder weiß ist. Also da wird doch jetzt nicht das Projekt besser. Solange der Rüdiger seinen Job gut macht, ist mir das doch egal, was er für eine Hautfarbe hat. Ja, und also selbst wenn ich das jetzt alles mal mitgehe, was sie hier aufmachen, ist ja, Fachkräfte sind gut. Ne? Und da gehen wir doch auch mit. Also so eine gesunde, ausgewählte Fachkraftbeimischung, ja gerne, gerne. Aber nicht, wenn wir davon noch 5 Millionen Mutombos hinterhergeschmissen kriegen. Und das ist das Problem. Hier werden so viele Sachen vermischt. Also immer dieses Wirtschaftsthema, ja, das bringt uns wirtschaftlich voran. Und dann bezieht man sich halt auf von den 1000 Migranten, die kommen auf ein oder zwei, die uns was bringen. Und der Rest wird so in der Argumentation beiseite gelassen. Das ist hier wirklich gerade so der Werbespot, damit der FDPler ruhig schlafen kann. Ja, absolut, oder? Absolut. Vor allem hier mit so einem schönen Bild aus der Wirtschaft. Hier, du hast hier gut ausgebildete Leute, die in der Fabrik stehen und die was hermachen, weißt du. Das ist Diversity. Das ist halt, könnte in irgendeinem Ami-Prospekt stehen, dieses Bild. Ich würde fast sogar sagen, das kommt aus Amiland, das Bild, ehrlich gesagt. Ja, würde mich nicht wundern. Ja. Die moderne Gesellschaft wird immer vielfältiger. Das zeigt sich in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Diese Vielfalt zuzulassen, fördert auch die Integration und sorgt insgesamt für mehr Wert. Das Bild. Aisha geht ins Fitnessstudio. Klar. Ja. Aber was mich gerade hier mehr stört, ist dieser Satz, Diversität fördert Integration. Das ist ja so ein Henne-Ei-Ding. Gegenteil. Also, weil ja, für mich geht es jetzt gerade darum, also ich tue immer mehr Leute ins Land holen. Na klar muss ich dann auch mehr Integration irgendwie machen. Also, weil die Leute muss ich ja irgendwie integrieren. Also, ja, aber wenn du so viel Diversität hast, dass du nicht mehr weißt, was sozusagen die Ursprungsidee in dem Land mal war, worauf man sich mal irgendwann als Gesellschaft sinngemäß geeinigt hat, wohin sollst du dich denn da integrieren? Das gibt's doch gar nicht mehr. Das ist nämlich die Frage, genau. So völlig dann abseits alles. Eben. Auch da stellt euch wieder eine Schulklasse vor, jetzt 30 Leute zum Beispiel und davon sind dann 20 nicht deutsch, sprechen nicht muttersprachlich Deutsch. Werden ja sich eher noch die Deutschen dann an die anderen irgendwie anpassen, dass man halt, keine Ahnung, vielleicht der ihre Manierismen übernimmt oder so, der ihre, naja, der ihre deutsche Aussprache. Ja. Den Habitus, das sehen wir an irgendwelchen Berliner Schulen oder westdeutschen Schulen. Gut, auch ostdeutschen, überall sieht man das an Problemschulen. Ja. Kannst du noch mal ein paar Sekunden vorher gehen? Da war doch auch noch mal so ein Satz da. Ja, wir machen noch mal ab hier. Zeigt sich in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Diese Vielfalt zuzulassen, das zeigt sich in allen Bereichen der modernen Welt oder so, hat sie vorhin gesagt. Ne? Stimmt denn das überhaupt? Also China ist ja recht modern, aber die sind ein sehr, sehr homogener Staat. Für meine Begriffe. Ja eben, stimmt. Das ist ganz gut, dass du das hier bringst, weil auch das ist irgendwie so von den Amis her gedacht, weil die Amis jetzt irgendwie eine führende Nation sind und die sind vielfältig, wäre das für alle gut, aber tatsächlich ist es nicht so. Hast du recht. Also, ja, schaut euch China an zum Beispiel.
Integration und sorgt insgesamt für mehr Wertschätzung. Und das wiederum stabilisiert die gesamte Gesellschaft. Ja, also, was ist das denn für eine Gedankenkette wieder der Realität? Ja, so das kann man doch nicht ernst nehmen. Du kannst doch nicht sagen, wir tun Deutschland immer bunter und immer weiter über Fremden. Und das stabilisiert alles. Also das ist doch sowas von abseits der Realität, wie du sagst. Also, schau dir Amerika an. Wie ist es denn da? Ja. Rennt da nicht andauernd irgendwas? Das ist da, wo wir hinkommen, genau. Oder schau dir in Europa Frankreich an, wo du irgendwie alle paar Sommer so riesige Migrantenaufstände hast. In den Banlieues und allem, wo Haufen Sachen abgebrannt sind. Und bei uns geht es jetzt halt auch los. Noch nur an Silvester meistens. Oder am 1. Mai, aber das wird immer öfter. Dann ist es immer, wenn, was weiß ich, irgendein Kulturfest ist oder so, eritreisches Eritrea-Fest oder so, ja. In Berlin, und so geht das immer weiter. Ach Gott. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem der großen bayerischen Staatstheater hier in München. Theaterbetrieb, Kultur, das war ja schon immer so pure Vielfalt. Vielleicht können die mir hier erklären, wie man Vielfalt eigentlich hinkriegt. Das Alter, Stück, für das heute geprobt wird, heißt Minute Maid. Und die Tänzer, die da mitmachen, die kommen aus 10 verschiedenen Nationen. Aus den USA, Portugal, Italien, Spanien und so weiter. Also eine ganz bunt gemischte Truppe. Ja, top Idee. Wenn du wissen willst, wie Integration funktioniert oder so, da gehst du wirklich zu Leuten, die halt gut gebildet sind, die irgendwie in ihrem Elfenbeinturm leben. Also das ist ja nicht die Realität. Du solltest mal lieber in ein Problemviertel gehen, in Berlin oder so, an eine Gesamtschule, in Kreuzberg, in Neukölln. Und dir da anschauen, wie das mit der Integration klappt. Und nicht bei irgendwelchen Theaterleuten. Ja, bei irgendwelchen, ich sage jetzt mal, kosmopolitischen Künstlern, ne, die heute in Sydney sind und morgen in Toronto und jetzt in Berlin oder wo auch immer, ne? Genau, das sind Anywheres. Ja. Also die könnten halt überall leben. Also denen ist egal, wo die leben. Die könnten, wie du sagst, sie könnten in Toronto oder Madrid jetzt Theater machen. Ob die jetzt hier in Berlin sehen, das ist denen voll egal. Und die sind halt in solchen kleinen Mengen vorhanden, das ist auch dann nirgendwo ein Problem. Um die geht's halt gar nicht. Richtig. Also das ist schon... Beziehungsweise ich würde sogar sagen, im Sinne des Titels hier dieser Reportage, ist das ist ein Pluspunkt. Also solche Leute, das erzeugt schon ein Netto-Plus. Okay. Ich finde es halt bezeichnend, dass das jetzt so die ersten Beispiele sind, die die bringen. Also wir sind jetzt bei 3 Minuten von 14 Minuten. Es ist jetzt nicht so, als wäre hier noch super, super viel Zeit. Und was haben sie gebracht? Erstmal das Thema Essen und jetzt Theater. Also ich hoffe, jetzt kommen noch mal ein paar härtere Sachen. Und ich meine, das mit dem Theater gab es doch schon immer. Ne? Also da ist jetzt irgendeiner, der gute Opern schreibt in Paris, der ist dann nach Italien runter oder was weiß ich. Also Ja, klar. Das ist jetzt hier alles alter Kaffee irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist komisch. Ja. Na, manchmal geht das nicht weiter. Die müssen gar nicht viel miteinander reden. Also die verstehen sich auch so ein bisschen Körpersprache. Wirkt und es läuft. Cool. Das ist der Wahnsinn. Ja. Karl-Alfred Schreiner ist hier der Ballett. Das wirkt auf jeden Fall nicht wie die große Kunst, oder? Also ist jetzt natürlich schwer zu sagen, vielleicht war das gerade langsam und dann, wenn es schneller vorgespielt wird, wirkt es dann irgendwie cool, aber... Es war jetzt ein komischer Ausschnitt. Ja. Herr Direktor. Wir waren jetzt vorhin mit bei den Proben, beim Tanzen. Die kommen aus den verschiedensten Nationen. Du selber bist Österreicher. Ja. Also auch Ausländer? Ja. Wow, Österreicher! Es sind immer so diese Österreicher, die uns ins Verderben reiten. Es ist wow. Es ist so absurd, was ihr wirklich hier für Themen aufmacht. Erst der Maler, dann der Sellner, jetzt dieser Theatertyp. Also es ist... Also Österreicher sind uns ja wohl am kulturnähesten von allen Nationen der Erde. Also klar macht er keine Probleme. Also das sind so absolute Nonsensaussagen, die hier kommen. Ja. Meine Güte. Wie geht man denn damit um, wenn so viele verschiedene Nationalitäten aufeinander prallen? Ich würde gar nicht sagen, dass die aufeinander prallen. Ich finde das eine wahnsinnige Bereicherung für uns. Im Prinzip ist ja so, dass unser Grundzusammenhalt oder der Grund, warum wir zusammen sind, ist ja die Körpersprache. Und die ist ja Gott sei Dank international, die versteht ja jeder. Hast du auch mal Beispiele, wo es vielleicht auch mal so kleine Konflikte gibt zwischen den Leuten? Ja, natürlich gibt's Konflikte zwischen den Leuten. Aber es gibt auch, dadurch, dass die anderen Kulturen Konflikte anders lösen, haben wir auch mehr Lösungen parat. Also er hat kein Beispiel.
Und diesen Satz, halte ich für großen Unsinn. Diesen, also, weil andere Kulturen die Konflikte anders lösen, haben wir mehr Lösung parat. Das halte ich für absoluten Bullshit. Weil du löst eigentlich Konflikte schneller, wenn sich alle einig sind, wie man den Konflikt angeht. Also ob man jetzt sagt, wir sind eher so die Typen, die den Konflikt verschweigen oder wir tun das bis ins Letzte ausdiskutieren oder wir übergehen das erstmal fürs Erste und reden dann drüber, hast du nicht gesehen. Also du musst doch dich auf irgendeine Lösungsstrategie einigen und dann wird es auch besser, wenn alle dieser folgen. Also das ist mal wieder so ein Elfenbeinturmsatz. Da sagst du im Elfenbeinturm, ja, also wir haben so viele Lösungsstrategien und da können wir uns ja das Beste raussuchen. Das entspricht einfach nicht der Realität. Es klingt irgendwie so, als würde dann jetzt, ich überspitze jetzt mal so ein bisschen, als würde dann Ahmed dem anderen die Hand abschlagen und den Rest der Truppe vor verendete Tatsachen stellen. So, das ist die Lösung jetzt dafür, dass er mir mein Schminkköpfchen schon geklaut hat. So. Ja, so machen wir das in meiner Kultur. Das ist meine Lösung, genau. Und jetzt sind auch alle glücklich, anderen, oder? Okay, interessant. Ja, cool. Also es ist nicht nur so, dass wir sozusagen mehr Konflikte haben, wir haben auch einfach mehr Lösungen. Es gibt einfach in anderen Kulturen, so wie ich sage, die zwei Italiener, die gehen gleich erstmal richtig crash aufeinander und eine Stunde später sitzen sie in der Kantine und trinken gemeinsam einen Cappuccino. Nee, Wein nicht in der Arbeitszeit, trinken Cappuccino dann. Und dann haben wir halt andere Leute, die eher sozusagen mehr im Gespräch oder im Zweiergespräch damit. Alter, was war denn jetzt das jetzt auch für ein schwachsinniges Beispiel? War halt so eine Nullaussage, ehrlich gesagt. Nee, vor allem. Er will irgendwie begründen, dass durch Diversität, dass du da mehr verschiedene Konfliktlösungsstrategien hast. Dann nimmt er als Beispiel zwei Italiener, also die aus derselben Kultur kommen. Ja. Ja, ist ja klar, dass die sich auf dieselbe Lösungsstrategie einigen können. Alter, nimm doch mal als Beispiel einen Japaner und Italiener oder einen Moslem und einen Christen. Oh. Ja. Vielleicht kommt es ja noch. Und ich finde es wahnsinnig bereichernd, verschiedene Kulturen zu haben, weil eben auch die Konfliktlösungsmöglichkeiten einfach breiter gesteckt sind und man dann oft überrascht ist, wie dann der Belgier dazwischen geht und irgendwie sagt, Leute, macht mal halblang, entspannt euch mal einen Moment so. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, sag ich mal, sprachlich manchmal einfach Unterschiede und man merkt dann, dass es oft gar nicht daran liegt, dass wirklich ein Konflikt vorhanden ist, sondern dass es einfach ein Missverständnis gibt oder dass man sich einfach erstmal nochmal zuhören, erstmal nochmal sprechen miteinander und es fördert definitiv, also andere Kulturen fördert definitiv einfach wirklich zuzuhören und den anderen ins Gesicht zu schauen. Also ich nehme jetzt mit, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Es ist mit ja eben dieser babylonischen Sprachverwirrung, die er da skizziert, irgendwie sich zu einigen oder überhaupt erstmal den anderen zu verstehen, was er will. Und er macht halt diesen framenden Taschenspielertrick, dass er uns das als was Gutes verkaufen will. Ja, es führt dazu, dass wir uns mehr an die Augen schauen und uns mehr aufeinander konzentrieren. Und genau das ist ja das Problem. Wenn du das machen musst, dann geht dir ganz viel Kraft und Zeit verloren, die du eigentlich in wichtigere Sachen stecken könntest. Ja, man könnte sich auch blind verstehen, ne? Ja. Um mal bei den Sprichwörtern zu bleiben. Hm. Oh, Zahlen und Fakten. Das wird doch sonst gemieden wie der Teufel des Weihwassers. Also. Ja. Ja, bis jetzt, wir sind bei 5 und 14 Minuten und die haben bis jetzt nur über Bullshit gesprochen. Über Früchte, über Theater, über allgemeine Diversity-Geschichten. Ja, wir wollen jetzt hoffentlich mal hier wirklich zum heißen Eisen kommen, also zu dem, was uns alle auf der Seele brennt, also das Thema Migration. Wird das jetzt sowas wie, durch den Anstieg der Messerkriminalität hat der Messerwetzstein-Absatz einen Rekordhoch erreicht oder sowas? Zahlen und Fakten, genau. Ja, es wurden viel mehr Polizisten eingestellt, weil es zu mehr Gruppenvergewaltigungen kam seit 2015. Ja, und das ist gut. Ja, wir haben eine höhere Diversität in den Straftaten. Das kann man auch so gut sagen. Also ich meine, da hat der Polizist, der muss sich da viel mehr drauf einstellen, mehr mit offenen Augen hingehen, das ist doch schön. Ja. Erlebst du was? Ja. Musst du nicht mehr ins Ausland fahren? Wir sind immer noch im Job. In Deutschland leben mehr als 19 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Rund ein Viertel der Bevölkerung. Das bedeutet kulturelle Vielfalt. Und in der Arbeitswelt? Wie sieht es hier aus mit Vielfalt, quer durch alle Hierarchien? Nicht so gut, sagen Fachleute für Personalentwicklung. Dabei ist klar, ethnische Vielfalt im Unternehmen steigert den Erfolg. Wer sagt Studie, das? Bitte. Wer sagt das? Ich halte diese Aussage für eine Lüge. Das ist so ein Mantra hier, ey. Ja, ich mache jetzt hier eben auf Linken. Studie! Also das glaube ich euch einfach nicht. Ja. Oh, jetzt kommt's mit den Studien. Moment. Dabei ist klar, ethnische Vielfalt im Unternehmen steigert den Erfolg.
In Studien wurden Unternehmen mit besonders hoher Vielfalt verglichen mit Unternehmen mit geringer ethnischer Vielfalt. Das Ergebnis? Die Unternehmen mit der größten ethnischen Vielfalt haben eine um 33% höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittliche Gewinne zu machen, als die mit der geringsten ethnischen Vielfalt. Aha. Wo ist die fucking Quelle? Also, ja, ernsthaft? Und da packe ich jetzt hier mal wieder den Soziologen und Statistiker raus. Da frage ich mich, wurde das denn auf Drittvariablen kontrolliert? Also es kann doch einfach sein, dass die Unternehmen, die jetzt diverser sind, die sind ja nun mal größer auf der Welt gestreut, weißt du? Also jetzt Microsoft und so, ja, klar, werden die höhere Diversität. Größer. Ja. Genau, Microsoft oder so, klar sind die größer als hier eine kleine Klitsche in Dresden als Softwareunternehmen. So, und wenn man dann sagt, naja, gut, wir vergleichen jetzt halt die großen Softwareplayer mit den kleineren Softwareunternehmen und zufällig sehen wir, dass bei den großen Softwareunternehmen, die halt auf der ganzen Welt ihre Standorte haben, die Diversität höher ist und die haben mehr Geld, weißt du? Das ist ja dann irgendwie eine Nullaussage. Also musst du das schon kontrollieren, die Unternehmensgröße und all sowas. Ich finde auch ehrlich gesagt diese Aussage so ein bisschen, weiß nicht, also 33% Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Gewinne. Also wenn du 1 Euro mehr als dein Durchschnittsziel hast, dann bist du in diesen 33% mit drin. Ja, eben, das stimmt. Kommt mir irgendwie so schwammig vor als Aussage. Ja, das ist auch so ein Taschenspielertrick. Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Gewinne, ja, hast recht. Also, ich meine, wenn jetzt hier stände 33% mehr Einnahmen oder so, aber es geht dann um die Chance. Das ist komisch. Ja, ja. Und Sie sagen jetzt hier, Studien zeigen das? Ich meine, ja, dann zeigt uns doch mal die Studien. Ja. Also, mal ernsthaft, ihr seid ein wahnsinnig mit extrem viel Geld finanziertes Unternehmen. Ach so, oh. Ich hab hier sogar was. Auf der Internetseite, da steht sogar eine Quelle. Oh, jetzt. Da steht, ja, da ist so eine Box Zahlen und Fakten, Quellenangaben. Mhm. Und da steht hier, zweitens, Diversität und Geschäftserfolg. McKinsey & Company, Delivering Food Diversity von 2018 und Diversity Matters von 2015. Neue Studie belegt Zusammenhang zwischen Diversität und Geschäftserfolg. Die müsste ich mir vielleicht mal reinziehen. Also, Alter, warte hier zustimmen. Bei McKinsey gehen bei mir schon die Alarmglocken, aber scheiß drauf, wir müssen es mal in Ruhe durchlesen. Ja, 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 das werden wir jetzt leider nicht kriegen. Aber gut, wir machen weiter. Und kulturelle Vielfalt auf Vorstandsebene erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit sogar um 43%. Vielfalt. Also ganz ehrlich, das riecht schon wieder für mich nur nach USA. Ja, sonst hast du das nirgendwo auf der Welt, dass du das so wirklich mal in großen Skalen vergleichen kannst, dass du so diese Unternehmen hast, die sehr eindimensional erfahren, dann hast du diese Unternehmen, die diese Diversitätsschiene bis in die Führungsetage tragen. Das gibt's für meine Begriffe nirgendwo sonst auf der Welt. Und deswegen ist es halt ein schlechtes Beispiel. Ja. Vielfalt oder Diversity ist also nicht einfach nur ein Beiwerk, sondern ein handfester Erfolgsfaktor. Unternehmen, die nicht auf Vielfalt setzen, erreichen viele Kunden nicht. Sie kennen deren Perspektive nicht. Diese Unternehmen sind weniger innovativ und drohen, abgehängt zu werden. Und das ist immer wieder am Ende. Es geht nur ums Geld und um die Wirtschaft. Also, und deswegen brauchen wir Diversität und das halte ich irgendwie für gruselig. Also das ist so ein Globalistentraum. Damit wir auf der ganzen Welt unsere Produkte verkaufen können, müssen wir halt unsere Länder so globalisieren und also so vielfältig machen und dadurch irgendwie ihre Eigenheiten zerstören. Aber Hauptsache, wir haben am Ende ein bisschen was gewonnen. Es ist halt, wie du schon sagst, nur der Blick von irgendwelchen globalen Großkonzernen, ne? Richtig, warum muss denn die mittel- und kleinständische Schreinerbude um die Ecke nach Taiwan liefern? Das ist doch Blödsinn. Ja. Die sollen hier ihr Ding machen und fertig. Ne? Ja. Das ist letztlich auch eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja gut, warte, ist eine Gefahr. Auch hier nochmal, mir ging es hier kurz um den Satz. Also hier kam das hier mit der Vielfalt und der Perspektive. Also ein Unternehmen, das nicht divers ist, das kennt nicht die Perspektive von anderen Kulturen. So, und genau da ist doch das Problem. Also das zielt hier explizit auf Unternehmen ab, die eben weltweit liefern wollen, die andere Länder beliefern wollen. Also andere Kulturen.
Ja, Und oder diese halt. Streinerbude, die du angesprochen hast, die ist denen hier scheißegal in der Argumentation. Es geht denen nur um die großen Wirtschaften, die Naja, oder großen halt Player. andersrum gesehen, wenn du ein Land durch Zuwanderung in Anführungsstrichen so divers machst, dass sich die hiesigen Firmen darauf einstellen müssen, irgendeine, ich sag jetzt mal, ja, arabische Sparte irgendwie zu haben, damit der Absatz irgendwie identisch bleibt. Ja, Ja. dann zwingst du diese kleinen Unternehmen dazu, diese Das stimmt, das Perspektive stimmt. einnehmen zu müssen. Ja. Aber Ja, das stimmt das wäre allerdings. eigentlich gar nicht notwendig. Ne? Ja. Sind weniger innovativ und drohen abgehängt zu werden. Und das ist letztlich auch eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ach ja. Da gehen beim FDPler wieder die Warnglocken an. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es ist bequem, auf Bekanntes und Vertrautes zu setzen. Und viele halten das für den weniger Ja, riskanten natürlich. Weg. Ein Denkmuster. Also die Matroschka war doch gerade hier so eine russische Hundepfeife, oder? Also. Ja, man muss dazu sagen, dieses Filmchen ist von 2020. Also ist schon ein bisschen Schlecht älter. gealtert. Vom 4. März 2020, also da war das, glaube ich, noch nicht mal mit Lockdowns und so. Und zumindest als sie das gedreht haben, deswegen ist die am Anfang ganz normal über den Markt gegangen, ohne Maske und alles. Ja. Bei dem auch unbewusste Mechanismen eine Rolle spielen. Fachleute nennen das unconscious bias, unbewusste Voreingenommenheit. Moment, Moment, Moment. Ganz kurz. Und das ist wieder so eine linke Sprechblase. Also du willst irgendwie den Leuten vermitteln, dass das, was der einfache, normale Mensch denkt und womit er irgendwie schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gut gefahren ist, dass das jetzt komisch ist. Da erfindest du halt irgendeinen schönen englischen Begriff und ja, kannst den dann so mit der Keule kommen. Ja, was du machst, ist unconscious bias. Wir brauchen Diversität. Das ist gar nicht gut, wie du denkst. Ja, du musst dich mehr reflektieren. Ja, also das ist so ein, naja, wie soll ich sagen, so ein Hypnose-Ding, dass du die Leute hypnotisierst. Also denk bloß nicht das, was du gerade denkst. Das, glaub mir, das ist nicht gut. Das denkt nicht an einen blauen Elefanten, okay. Ja. Diversity-Strategien setzen bei den festgefahrenen Mustern in den Köpfen an. Besonders wichtig zum Beispiel eine objektive und überprüfbare Bewertung von Bewerberinnen und Bewerbern und auch von Mitarbeitern. Und zwar nach klar definierten Kriterien. Haben sie nicht Wichtig gegendert, auch, okay. Räume schaffen, damit sich unterschiedliche Menschen treffen können. Zum Beispiel, indem man auf Diversity achtet bei der Zusammenstellung von Teams, indem man Sprachkurse und interkulturelles Training fördert oder durch Kulturtandems. Oh, ich raste hier so aus, weil das läuft auch. Entschuldigung, das läuft auch alles wieder auf irgendeinen Quotendreck hinaus. Also wenn die jetzt sagen, ja, man muss das objektiv beobachten, na, was macht man dann? Dann zählt man halt, ja, ich habe so und so viele Frauen im Unternehmen, so viele Männer und so viele Schwarze, so viele Weiße hast du da gesehen und dann muss ich irgendwelche Quoten einführen, um die Leute, die zu wenig vertreten sind, zu fördern. Und das ist dann am Ende, ich Und du sage so, hast auch ne. rassistisch, weil du dann die Leute auf Grund ihrer äußerlichen Merkmale einstellst und nicht aufgrund ihrer Leistung. Das immer wieder bei der Schere im Kopf, ja. Und vergiss nicht, dass du noch einen anstellen musst, der die Diversität sozusagen kontrolliert, ne? Stimmt, Eine du brauchst so einen Diversity Beauftragten Manager oder dafür, sowas. ne? Ist ja Ja, ganz genau. wichtig. Also wenn ich jetzt Unternehmer wäre und diese ganzen, ich gehe mal ein Stück zurück, sieht man das jetzt vor mir? Diversity achtet bei Und der da sieht Zusammenstellung von man. Teams, indem man. Willst du nochmal auf die Leute hier? Nee, nee, ich will Die hier? die vier Ach Kriterien so, mal hier Entschuldigung. rumstehen haben. Ja. Ach so. Teams, indem man Sprachkurse und interkulturelles Training fördert. Oder? Ja, da kommt mal Oder was. durch Kultur. So. Okay, so. Ja. So, jetzt haben wir alles. Ach so, okay, bei mir ist es Also anders so. als Unternehmer würde ich so sagen, dafür mache ich jetzt diesen ganzen Aufwand. Ja. Also was ich da alles an Geld erstmal in die Hand nehmen muss. Sprachkurse, irgend so ein Kulturtraining, Ja. Diversitätsveranstaltung, um Gottes Willen. Und warum, Was damit ich mich das eine kostet. um 33% höhere Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit. habe für überdurchschnittliche Gewinne. Also das sind so viele hätte und vielleicht und wenn es noch dahinter an diesem Ziel, dass das gar nichts bringt. Also da könnte ich mich lieber sinnvoll dem Tagesgeschäft widmen als Unternehmen und in dem Sinne wachsen und besser werden. Ich will nur noch mal anmerken, wir sind die ganze Zeit auf der FDP-Ebene der Diversität und Zuwanderung. Wir sind noch nicht auf dieser Gesellschaftsebene.
Was bedeutet das denn, eine Million Afghanen hier zu haben? Ja, es geht hier nur um die Wirtschaft. Nicht im interkulturellen Training eines Unternehmens sind, weil sie nicht arbeiten. Ja, weil sie nicht arbeiten. Ja, eben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Na, warte, ja. Ah, das ist manche Blöde. Ich drück nichts. Das ist ein Austausch auf einer persönlichen Ebene. Ich weiß. Nee, ganz kurze Erklärung. Das leckt hier manchmal. Ich drücke hier Leertaste. Also dann geht's weiter und stoppt gleich wieder. So. Zwischen Gruppen. Und das funktioniert auch über Hierarchien hinweg. Die Arbeitgeberinitiative Charta der Vielfalt macht sich stark für Diversity. Seit dem Start im Jahr 2006 haben rund 3000 Firmen und Institutionen die Charta unterzeichnet. Das heißt, sie bekennen sich zu den Werten einer vielfältigen Gesellschaft und verpflichten sich, Diversity im Unternehmen konkret zu fördern. Bekenne dich und lass deine Sünden ab. Gottes Willen. Ne. Vor allem irgendwelche Unternehmen bekennen sich dazu. Die machen das ja auch ne, unbedingt mal. Also klar, die erhoffen sich natürlich, was hier uns so vorgebetet wurde, der wirtschaftliche Erfolg, pipapo. Aber die sind ja auch abhängig von Investoren. Da gibt es ja zum Beispiel diese ganzen ESG-Scores von so Unternehmen wie BlackRock, glaube ich, ne? Ja. Ja, genau. Als kurz zur Erklärung, also du hast halt irgendwelche Investoren wie BlackRock und die geben halt Firmen dann mehr Geld oder überhaupt Geld, wenn die bestimmte Kriterien erfüllen. Und solche Kriterien sind halt solche Gleichstellungskriterien. Also die sagen dann ja, ein Unternehmen muss so und so Maßnahmen treffen, um irgendwie jetzt die Gleichstellung, Gleichberechtigung, hast du ne gesehen, Quotenregelungen, irgendwas zu befördern. Ja, dasselbe gibt es, glaube ich, auch im Bereich Umwelt. Ne? Du musst irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal salopp Greenwashing-Geschichten nachweisen, dass du die machst, irgendwelche Bäume pflanzt, dann kriegst du da so einen Öko-Score und dann, ja. Ja. Das ist absurd. Also in unserem Alltag, da gibt's die Vielfalt, aber halt noch nicht überall und vor allem ist sie noch nicht bis ganz nach oben durchgedrungen. Ja, aber ich frage mich trotzdem, was bringt Vielfalt uns als Gesellschaft? Oh, in der jetzt Zusammenarbeit wird's im Team vor allem, nämlich wenn es hart auf hart kommt. Gespannt. Mein nächstes Ziel? Der Flughafen München. Ich treffe mich jetzt gleich mit zwei Beamten der Bundespolizei. Der Vassili ist Grieche und Claudia hat polnische Wurzeln. Also kulturelle Vielfalt ist inzwischen auch schon bei der Polizei voll angekommen. Das ist ein Vorteil oder was? Also klar, gut, die kommen uns jetzt halt mit diesem Sonderbeispiel Flughafen, wo halt nun mal internationale Gäste unterwegs sind. Klar, es ist da vielleicht gut, wenn der Vassili auf Griechisch reden kann und lernt dann auf Englisch oder hast du ihn gesehen, aber das ist schon, das also ist die das picken Beispiel? Sich permanent, die picken sich permanent diese Sonderwürste raus. Also wie vor uns mit dem Theater. Also was interessiert mich? Der Flughafen, das Setting Flughafen. Ja, das ist da ist so man, wenn es gut Setting kommt, ist man da einmal im Jahr, also... Ja, ja, völlig egal. Brauch's nicht. Vassili, kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, wo wir jetzt hingehen, wozu ihr jetzt gerufen worden seid? Wir wurden von der Leitstelle informiert, von unseren Gruppenleitern, dass ein nicht zuzuordnender Gegenstand vor einem Shop hier am Flughafen wahrscheinlich liegt. Und da müssen wir jetzt aufklären. Der Kofferbomber. Das war auf der einen Seite. Inzwischen sind Experten von der Bundespolizei da, die sich diesen Koffer jetzt genauer anschauen, die den untersuchen. Aber was die da machen, das dürfen wir jetzt nicht genau zeigen. Jetzt geht's für die zwei zur Passkontrolle von Nicht-EU-Bürgern. Ihr habt jetzt interkulturelles Training, seid selbst Teams aus verschiedenen Kulturen. Was bringt dir das denn persönlich für dich und deine Arbeit auch? Mir bringt das sehr viel, weil ich als Grieche verstehe die griechische Mentalität. Und wenn sie temperamentvoller sind, dann weiß ich auch, wieso sie in dem Moment so sind, weil ich einfach ihre Mentalität beherrsche. Aber ja, da hilft dir doch dein interkulturelles Training nichts. Du bist Teil der Kultur. Also, verstehe ich das gerade falsch? Nee, verstehst du nicht, weil das ist genau das, was ich angesprochen habe. Also, es ist so absurd. Mit den zwei Italienern vorne, oder? Ja, genau, das ist wie mit den zwei Italienern. Und das ist auch wieder dieses Sonderbeispiel. Also, wir brauchen jetzt, also, du musst dir mal diese Logik überlegen. Wir holen uns jetzt hier zum Beispiel jetzt an einem Flugzeug, an einem Flughafen. Wir holen uns Leute ins Land aus einer anderen Kultur, jetzt zum Beispiel aus Griechenland. Und da brauchen wir, um mit diesen Leuten umzugehen, jemanden aus der ihrer Kultur.
Also, das ist ja so, wie wenn ich sagen würde... So ein Onkel Tom, wenn man so möchte. Ja, das ist ja so, wie wenn ich sagen würde, weißt du, wofür wir die ganzen Syrer brauchen? Damit wir mit den ganzen Syrern umgehen können, die zu uns kommen. Naja, ergibt ja auch Sinn, ne? Also wenn du jetzt 3 Jahre als Syrer sozusagen ehrenamtlich Syrer betreust, dann kriegst du ja den Pass. Also was? Jetzt schließt sich der Kreis, ne? Das macht alles so keinen Sinn. Das ist alles so schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und verstehe. Also ich habe gesehen, für den Staat ist es von Vorteil, wenn er Menschen mit verschiedenen kulturellen Wurzeln beschäftigt. Und das hast du gesehen wegen 2 Dullis am Flughafen. Also sorry. Also wirklich so ein Zoo-Beispiel. Ja, absolut dämlich. Sehen, für den Staat ist es von Vorteil, wenn er Menschen mit verschiedenen kulturellen Wurzeln beschäftigt und wenn er den Menschen mit interkultureller Offenheit und Respekt begegnet. Weil so gibt es weniger Missverständnisse. Kritische Situationen lassen sich leichter entschärfen und man findet schneller Lösungen. Die kulturelle... Sorry, das war doch wieder falsch. Nee, das ist ja eben, das ist einfach falsch. Man findet schneller Lösungen. Nein, nein, nein. Das halte ich für eine klare Lüge. Man findet nicht schneller Lösungen, weil man erstmal ausdiskutieren muss, was die richtige Lösung ist. Also, ja, du könntest auch einfach sagen, Lösungsansätze hat. Herr Hoch zu, Junge, bei uns gelten die und die Gesetze und genau. Deswegen wirst du jetzt hier zu 10 Jahren Knast verurteilt. Viel Spaß. Also, ja, eben. Boah, es ist schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Also in Deutschland nimmt immer weiter zu. Auch durch Globalisierung und Internet sind wir immer stärker vernetzt. Also da frage ich mich schon, welche wirtschaftlichen Vorteile sehen Unternehmen durch diese Entwicklung? Sind die... Warte. Die Sekunde. Wir haben jetzt von Minute 0 bis 9 über Unternehmen gesprochen. Dann haben wir jetzt über die Gesellschaft gesprochen anhand des Flughafenbeispiels für eine knappe Minute. Und jetzt sind wir wieder bei Unternehmen. Ihr wollt mich doch fucking verarschen, oder was hier? Ja, echt. Das ist herrlich. Das ist einfach nur dumm. Und deswegen treffe ich mich jetzt mit einem echten Global Player hier in Regensburg. Hallo Daniela. Hi. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Daniela. Danke dir. Kommst du mit mir? Dann zeige ich dir ein bisschen was. Die Maschinenfabrik Rheinhausen ist bis heute ein Familienbetrieb. Die hat einen bis riesigen Hals, oder? Ja. Sorry. Schön, dass du mal die Körpergeschichte. Ja, sorry. Sonst mache ich das ja leider immer. Man, oder? Wo überall? Ja, SMR hat hier in Regensburg auf 2 Standorte verteilt den Hauptproduktionsstandort und gleichzeitig produzieren wir noch in... Gott, sie ist wirklich diese Diversitätsbeauftragte, natürlich. Ja, natürlich. Wow. Ist sie wenigstens so trans? Ja, sie ist eine Frau, das ist schon mal was. In China, in den USA und auch noch in Indien. Okay, und ihr liefert auch an ganz viele Länder, oder? Wir liefern in die ganze Welt. Mhm. Hier haben wir unser Challenge-Team, unsere jungen Leute, die am Thema Vielfalt arbeiten im Unternehmen. Kannst dich gerne mal umschauen. Dann wird hier schon, ich gehe mal darüber, da wird gerade schon gearbeitet. Hi, grüß dich. Du meinst hier an die Wand, ein Spruch. Ja, das ist der Spruch für die Challenge in Regensburg verwurzelt, in der Welt zu Hause. Wir haben den Spruch gewählt, aus dem Grund heraus, dass... Alter, müsst ihr bei euch im Unternehmen auch manchmal so einen Dreck machen? Nee. Also, ich musste sowas schon das ein oder andere Mal machen, im öffentlichen Dienst zum Beispiel, als ich da mal gearbeitet habe. Und ich kann dir sagen, sowas, es bringt dich null weiter in deinem Arbeitsalltag. Absolut null. Weil du irgendeinen Spruch an die Wand pindelst, wirst du nicht besser in deinem... Also, es hilft dir überhaupt nicht in deinem Arbeitsalltag. Es ist einfach nur Zeitverschwendung. Und hier in einem Unternehmen, also mir kann jetzt der Typ hier rechts nicht sagen, dass das irgendwie in seinem Arbeitsalltag ihn besser oder effektiver oder irgendwas macht. Das ist halt einfach nur eine Quatschmaßnahme. Also von diesen paar Sekunden, wo die jetzt in den Raum reingelaufen sind, kennst du noch in der Schule die Projektwochen? Sagt dir das noch was? Ja. So, wenn die Noten vergeben waren, die restliche Zeit bis zur Zeugnisausgabe war das ja meistens bei uns, wurde dann irgendwelche Projekte gemacht hast. So kommt mir das gerade hier vor. Irgendwie die Zeit totschlagen und Hauptsache nicht wirklich irgendwas lernen. Ja. Und tust eine Weltkarte, irgendwelche Fotos kleben. Also nochmal, was bringt das dem Unternehmen? Also nichts. Das bringt nicht mal den Mitarbeitern was. Also denn der wird sich denken, Gott sei Dank werde ich für die Scheiße bezahlt und ich muss mal nicht auf an der Maschine stehen. Danke. Auf jeden Fall. Ja, eben in Regensburg verwurzelt ist, unser Hauptwerk, wir hier haben und in der Welt eben unsere ganzen Töchterfirmen, auch mit der Welt, Mitarbeiter aus der ganzen Welt.
Das heißt, es macht total Sinn, interkulturell zu arbeiten, auch als wirtschaftliches Unternehmen. Definitiv. Man muss sich natürlich dem Ganzen annehmen. Das ist kein Selbstläufer. Ja. Man muss versuchen, diese einzelnen Kulturen, die da aufeinandertreffen, auch zu verstehen, zu lernen, wie geht man miteinander um. Da bedarf es der ein oder anderen Schulung oder auch eines Patenprogramms. Ihr macht ja jetzt das nicht. Es ist auch so schwachsinnig, eine Diversity-Beauftragte dazu zu fragen, weil natürlich würde die sagen, ja, das ist ganz wichtig, dass ich hier einen Job habe und den ausführe. Also sie würde ja nicht sagen, nee, mein Job ist eigentlich schwachsinnig, ich lasse die Leute irgendwelche bunten Bildchen an die Wand malen, eigentlich bringt das gar nichts. Ja, dann ist die gefeuert. Irgendwann aus Versehen, ja. Nicht nur zum Spaß oder weil ihr so ein tolles Unternehmen seid, sondern weil ihr auch wirtschaftlich davon profitieren könnt. Zum einen sind unsere Mitarbeiter deutlich zufriedener, wenn sie sich in ihrer Individualität bestärkt fühlen, akzeptiert, gewertschätzt. Und auf der anderen Seite können wir auch als... Wie wirst du denn in deiner Individualität gewertschätzt, wenn du hier ein paar Wände bemalst? Wollen die mich verarschen? Also das ist ja so infantil. Ja, infantil, das trifft's ganz gut. Also gerade diese ganze Workshop-Kultur, die habe ich auch immer so als infantil wahrgenommen. Also, oh Gott, ich erinnere mich an so einen Workshop mal, da mussten wir irgendwas mit Lego bauen. Weißt du? Das hat, gab's oh, das wäre der Traum. Naja, aber das war genau so ein Ding, da wurden irgendwelche Lego-Steine hingestellt und da hieß es so, naja, um jetzt hier die Kreativität zu fördern, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Problem, machen Sie das so und so. Also klar, baust du dann mit Lego vielleicht ein Flugzeug oder was, aber in meinem Arbeitsalltag muss ich nichts mit Lego bauen. Also das war dann schon wieder so ein Käse und genauso ist das hier. Naja, um das irgendwie zu symbolisieren, machen wir jetzt mal hier bunte Bildchen an die Wand und jeder malt sich selbst, wie er sich fühlt, wie er sich im Unternehmen sieht und in 3 Jahren und all solche Sachen. Also ich hasse sowas des Todes. Ich hasse sowas, solche Workshops. Was mir gerade auffällt, hier sind alles Frauen im Raum, oder? Ja, und alle weiß vor allem. Finde ich lustig bei so einem Maschinenbaubetrieb. Also der Kerl ist wieder hier an der Maschine, der Maschinenführer und die Frauen haben sich auszusehen zum Diversitätstraining katalysiert. Vielleicht ist es Marketing oder die Marketing. Ja. Also es ist Zufall. Sonst sind da immer nur Männer in dem Raum. Weil wir davon profitieren, weil die Lösungen besser sind. Wir können den Arbeitsmarkt besser abschöpfen, wenn wir mehr in die Breite gucken und uns hier nicht festfahren. Okay, sie hat nochmal dein Argument gemacht, ne? Solche globalistischen Unternehmen, für die lohnt sich's halt. Mhm. Ja. Genau. Aber was für den normalen Bäcker oder kleinen mittelständischen Betrieb, warum sollte den das denn jucken? Ja. Ob in China, ob die da mein Produkt richtig aufnehmen können. Also wenn ich da gar keine Ambition habe, dorthin zu liefern. Klar, aber ich meine, wenn's nach denen geht, irgendwann gibt's halt keinen kleinen Mittelstand. Ja, das ist das Ding. Und die ganze Welt soll halt gleich werden. Es soll auch am besten gar kein Deutschland in dem Sinne mehr geben und kein Frankreich und Italien, das hast du nicht gesehen. Es soll alles eine große Masse werden von gleichförmigen Leuten, die gleichförmig konsumieren. Ja, kannst du super steuern, ne? Ja. Yay. So, jetzt kommt hier das Fazit, jetzt bin ich mal gespannt. Gucken und uns hier nicht festfahren. Wir haben gelernt, Diversität ist gut. Vielfalt in Deutschland ist Realität, ob uns das als Einzelner passt oder nicht. Wir müssen nur als Gesellschaft lernen, damit umzugehen. Das wird kein Spaziergang, ist klar, aber es hat auch viele Vorteile. Mhm. Wow. Also, nee, einfach schlecht. Also entweder sie ist wirklich sehr naiv oder sie erzählt halt, was auf dem Skript steht. Ich denke beides, ganz ehrlich, ich denke beides. Sie wirkt ziemlich naiv, auch wie sie da mit großen Augen so lang geht. Zum Beispiel jetzt am Ende in diesem Workshop. Oh, toll, die machen hier an die Wand. Oh, ist das schön. Also mich hat am meisten, also oder anders, man kann ja gerne mal beleuchten, was es gegebenenfalls für Unternehmen positive Eigenschaften hat, mal wirklich eine Fachkraft reinzuholen. Ne? Alles gut. Aber dann 13 von 14 Minuten darauf rumzureiten und mal ganz kurz die Gesellschaft mit so einem fernab der Realität Beispiel abzuspeisen. Nee. Mhm. Also einfach nur nein. Thema verfehlt. Tschüss. Ich bin jetzt übrigens, ich habe jetzt hier mal diese McKinsey-Studie aufgemacht. Ah ja. Und habe hier mal so 1-2 Absätze, während du gerade geredet hast, überflogen. Und hier steht jetzt zum Beispiel bei dem ganzen Zahlenmaterial, also die Diversität korreliert mit dem Unternehmenserfolg. Aber hier steht halt eben nichts davon, was ich vorhin angesprochen habe, dass gleichzeitig vielleicht
die Absatzmärkte oder so oder die Größe des Unternehmens kontrolliert wird, also so eine sogenannte Drittvariable, das lese ich jetzt hier nicht. Und eine einfache Korrelation, finde ich, ist halt an der Stelle viel zu wenig. Weil, wie gesagt, ein Unternehmen, was groß ist und auf der ganzen Welt agiert, das wird logischerweise diverse sein, eben weil es auf der ganzen Welt an den Start ist, und das wird auch mehr Geld machen. Hm. Ich würde ja schon allein davon ausgehen, dass das von McKinsey ist, und McKinsey ist ja ein global agierendes Unternehmen, dass diese Drittvariable einfach immer zutrifft. Also sprich, dass alle beleuchteten Unternehmen zwangsläufig globalistisch sind, um McKinsey, das böse Wort zu sagen. Ist das nicht so eine Unternehmensberater, dachte ich. Ja, Unternehmensberatung, genau. Ja, aber die haben ja jetzt hier, die haben jetzt nicht sich selbst untersucht, sondern die haben andere Unternehmen untersucht. Ja, aber die werden nicht Oma Ernas Bäckerstube und Friseursalon untersucht haben, sondern schon große Unternehmen. Stimmt, da hast du recht, na klar. Das ist dann Selbstläufer, ja. Und da wird es dann hinauslaufen. Die Unternehmen, die am allergrößten sind, wie halt Microsoft, klar, sie sind, haben mehr Verdienst als Unternehmen, die nicht ganz so groß sind. Aber ja, also es ist ziemlich eigenartig, die Argumentation. Ich wette, wenn wir das jetzt hinterher nochmal anschauen, das wird genau darauf hinauslaufen. Ja, klar. Naja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch eine Studie, was Diversität wirklich in der Gesellschaft bewirkt, um es mal nett auszudrücken. Ja, und da will ich nicht das Thema Essen hören. Also wir haben jetzt noch irgendwie so ein eigenartiges Flughafenthema gekriegt, so ein Flughafenbeispiel, dass man am Flughafen, wenn man Leute aus fremden Kulturen im Team hat, dass die dann mit den fremden Kulturen reden können, aber auch das finde ich, irgendwie, wenn die Weltsprache Englisch ist, schon irgendwie komisch. Also, ja, eben. Was auch eigenartig. Es ist mir doch als Polizist relativ egal, ob derjenige, wenn er von irgendwo herkommt, jetzt das und das Temperament hat. Mhm. Weißt du? Ich habe meinen Pfefferspray, und wenn er Mucken macht, dann wird er erstmal weggemacht, bis er sich wieder beruhigt, und dann, ne? Ist wieder viel zu viel Aufwand für eine einfache Lösung dem gegenüber, ne? Ja, auf jeden. Na gut, liebe Leute, schreibt ihr mal, wo bei euch so Diversität gegebenenfalls im Unternehmen oder so groß geschrieben wird, oder eure Erfahrung damit, dass ihr so viele Episoden habt, das ist mir erpicht drauf. Ja. Und wir freuen uns auch weiterhin über Vorschläge, vielleicht was wir noch schauen sollten, oder generell über einen Kommentar für einen Algorithmus oder so. Naja, ihr kennt den ganzen YouTube-Scheiß. Ja, ihr seid ja keine Beginner. Genau, ihr seid erfahrene Zuschauer. Also dann freut mich und Arti, dass ihr hier wart, und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao.